Was? Ich frag mich, ist der Abend noch zu jung, um dich zu küssen? Er war nicht so jung. Meine May. Meine Tochter. All meine Liebe steckt in meinen Fotografien. Sie fanden Platz in meinem Herzen. Nicht die Menschen. Ich dachte, das wäre ein echtes Date. Es ist eins. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ich verstehe nicht, wieso sie mir nicht von ihrem Leben erzählt hat, als sie noch lebte. Vielleicht, um dir zu helfen, sie auf eine andere Weise zu sehen. Hallo, Michael Block von The Republic. Ich schreibe einen Artikel über ihre Mutter. Wie läuft's mit dem Artikel? Um ehrlich zu sein, war ich abgelenkt. Ich habe mir ausgemalt, wie ihre Antwort wäre, wenn ich sie frage, haben sie Lust, mit mir was trinken zu gehen. Und jetzt haben sie mich gefragt? Okay, in meiner Fantasie war die Frage nicht ganz so direkt. Irgendwie cooler, ja. Ich bin schrecklich beim ersten Date. Ja, gebe ich mich unnahbar, verletzlich oder witzig? Na, sei einfach nur du. Was? Ich frag mich, ist der Abend noch zu jung, um dich zu küssen? Er war nicht so jung. Nein, war er nicht. Er ist verliebt. Man sieht sofort an seinem Hundeblick. Ist echt peinlich. Wieso siehst du so aus, als würdest du beten? Vielleicht, weil ich's tun sollte. Wofür würdest du beten? Für mehr Willenskraft. Ich lese ihren Brief immer wieder. Willst du nicht mehr als das hier? Ich will dich. Was willst du denn? Meine Mutter konnte nicht besonders gut lieben. Was, wenn ich so bin wie sie? Woran merkt man, dass man für immer mit jemandem zusammen sein will? Weiß nicht, ich will's aber versuchen. Das wird aber sehr schwierig. Schwierig ist mir egal. Ich will mit dir zusammen sein. Ich habe nicht mal ansatzweise das gesagt, was ich sagen wollte. Hätte ich bloß nicht so viele Menschen verlassen. Ich habe sie gehen lassen. Nach 30 Jahren weiß ich immer noch nicht, wieso. Was hätten sie heute anders gemacht? Ich wäre ihr nachgefahren. Meine May, ich wünschte, ich hätte so viel Mut in der Liebe bewiesen wie als Fotografin. Ich will dich nicht verlieren. Aber ich habe Angst, dich zu lieben. Du musst keine Angst haben. Was habt ihr vorhin gemacht, als der Strom ausgefallen ist? Oh, sieh grad so. Ich nipp mal schnell und lächel.